zu umsehen und so. Ja, wir dürfen die Wände nicht berühren. Die Luft, sie brennt im Hals. Ich glaube, wir gehen raus. Da drüben, Licht, wir haben es geschafft. Wir sind da, Hugo. Nein, lauf, Hugo, lauf. Ja, mal gut, dass ich die Taste schon vorher gedrückt habe, weil ich dem nicht getraut habe. Dem Frieden. Geschafft, geschafft, geschafft. Licia, ich will zu Mama. Sie soll nicht mehr tot sein. Hugo. Sie soll zurückkommen. Tja. Das ist, schwierig. Oh, das nächste Kapitel. Der Lehrling. Okay. Amicia, werden wir nie wieder nach Hause gehen? Nein. Das ist zu gefährlich. Sind die Ratten da auch? Vielleicht. Ich weiß es nicht. Ich habe Angst, dass sie uns im Dunkeln finden. Bei Laurentius sind wir sicher. Komm. Hoffe ich doch, dass das der Realität entspricht, dass da nicht auch irgendwie... Keine Ahnung. Da oben. Eine Windmühle. Ist das der Hof von Laurentius? Das hoffe ich. Ich habe noch nie eine echte Windmühle gesehen. Wenn wir vorsichtig sind, siehst du gleich eine. Mhm. Eieieiei. Aber ich habe echt schon wieder ein schlechtes Gefühl. Auch wenn jetzt die Farben Alice, wieder schön aussehen. Das ist einer von denen, die das Haus angegriffen haben. Die Inquisition. Sie sind hier. Mhm. Oh nein, nicht schon wieder. Das kann doch nichts werden. Haben die das gemacht? Das sind doch nur verdammte Tiere. Sehe ich wie eine Ratte aus? Woher soll ich das wissen? Ich sag dir, mit diesem blöden Kalk werden wir die Nester sicher nicht los. So oder so müssen wir vor Sonnenuntergang hier weg sein. Die mögen die Dunkelheit. Also zurück an die Arbeit. Ja. Das weiß ich noch, auch wenn ich jetzt ein bisschen Pause dazwischen hatte. Ich hab da drüben was gehört. Ich glaube, wir sollen wieder warten, bis er dann wieder umgekehrt ist, ne? Also, dass es sich umdreht. Nein, nichts. Gar nichts. Ja. Dreh dich um. Amicia, guck mal, diese Brücke da führt zum Bauernhof. Könntest du mal bitte leise sein? Was für eine Zeitverschwendung. Der Großinquisitor sollte uns einfach sagen, was genau er von uns will. Ach. Ja. Sorry. Geräusch. Was war das?
schnell weiter. Das sollte reichen. Noch eine zweite Barrikade und hier kommt keiner mehr durch. Ich gehe zur Brücke rüber. Der Wagen mit den anderen Barrikaden. Ist nicht zu sehen. Na gut. Kann ich mich jetzt da... Ich glaube, da hinten ist nur zum Ablenken, ne? Und ich muss ja auch nicht alles mitnehmen. Wir sitzen fest. Ja. Da ist ein Loch in der Wand. Ich bin zu groß. Du musst da rein und das Fenster für mich öffnen. Aber sie werden mich sehen. Ich werde sie ablenken. Vertrau mir. Einmal hier. Ja, komm. So, genau. Das Geräusch. Das sehe ich mir besser an. Okay. Ja, jetzt ich. Ja, nein, gleich. Nichts zu berichten. Schon wieder? Jetzt will ich's genau wissen. Genau, du wirst es genau wissen. Aber schön, dass er merkt, dass er noch mal hinrennt und nicht einfach sagt, oh ja, da ist was. Hier weg. Noch immer nichts. Nochmal überlässt er dem mich nicht. Was ist denn das? Ah, okay. Ich wollte schon sagen, wieso kann ich das nicht mitnehmen? Ja, okay, darauf fahre ich jetzt nicht rein. Hier ist ein Loch. Nein, das Falsche. Ja. Schnell raus. Oh nein, sie haben den Weg zum Hof versperrt. Sag Senior Nicolas, dass die Straße gesperrt wurde. Personen und Fuhrwerke sollen angehalten und durchsucht werden. Und wonach suchen wir genau? Nach einem 5-jährigen Jungen, Hugo de Roon, braunes Haar, blaue Augen. Reden die von mir? Warum? Hauptmann der Kokonogarde will ihn leben? Okay. Hab gehört, das ist ungeheuer wichtig. Senior Nicolas hat seine Befehle vom Großinquisitor persönlich. Also haltet die Augen offen. Also, dass er das nach ihm gesucht wird, das wissen wir ja schon. Das ist ja jetzt nichts Neues, ne? Wie soll ich jetzt hier rüberkommen? Hm. Ah, ich glaube, die gucken gar nicht in meine Richtung, ne? Halt! Ihr da! Da ist er! Schnappt ihn! Huhu! Komm ich hier durch? Aber hier. Vorsicht, da ist eine Wache. Ja. Was zum Scheiße ist das?
Die habe ich nicht gesehen. Boah. Da. Was heißt da? Nichts. Ich sollte mich beruhigen. Da drüben sind noch mehr Wachen, ja? Wie stelle ich das jetzt am besten an? Weil ich meine, der steht ja jetzt da oben. Und kommt wieder zurück. Ja, okay, gut. Ich glaube, ich hab's. Wenn er gerade da wieder hochrennt, dann achtet er nicht drauf und dann können wir los. Also sobald er sich umdreht... Einmal um die ganze Welt. War ein Scherz. Guckt ja nur in die andere Richtung. Komisches Geräusch. Okay. Weiter. Langsam. Ja. Okay. Ach, hier haben wir dann wieder unsere Ruhe. Okay. Zu erkennen daran, dass ich hier meine Sachen überhaupt nicht verbessern kann. Okay. Weil mir zu viele Dinge fehlen. Ja. Okay. Vielleicht hätte ich noch mehr Materialien finden können, aber... Maybe auch Anissa, nicht, keine Ahnung. Was? Was habe ich getan? Warum suchen die nach mir? Du hast gar nichts getan. Sie sind die, die etwas verbrochen haben. Werden sie uns wehtun, wenn sie uns schnappen? Ja. Sie werden uns nicht schnappen, verstanden? Verstanden. Das haben sie zumindest vor. Hugo? Hugo, wo bist du? Hugo, das ist nicht lustig. Hugo. Habe ich dich erschreckt? Ja, hast du. Die Inquisition ist hier, Hugo. Sollen sie dich schnappen? Mach das bloß nie wieder. Na schön. Ja, ich hab's auch schon gesehen. Na stimmt, ich kann ja hier durch, ne? Durch diese... Sie sind hier. Hast du schon gesehen? Keine Sorge. Komm ich hier durch? Ach, die sind da hinten. Und da vorne. Hey, Schweinchen, versteckt euch lieber. Es ist gefährlich. Psst.
Ah, okay. Komme ich auch lang. Das ist gut. Also gibt es hier doch mehrere Wege zu gehen. Ich hätte jetzt durch die Tür hier gehen können. Aber auch halt da lang. Vielleicht als sichererer Weg. Hier komme ich, glaube ich, gleich in diese Pflänzchen rein. Ja, hier komme ich gleich in die Pflänzchen. Das ist definitiv besser. Oh, sie sind überall. Mhm. Wichtig ist der Yuppie hier drüben. Ja, ich würde mir gerne das da unten holen. Ich habe es gesehen, aber ich glaube, das sind nur Steine. Ich will jetzt nichts riskieren. So. Schnell rüber. Schnell. Das ist nur dein Kumpel. Na gut, niemand hier. Hm, da ist noch eine Truhe. Hm? Was soll der Lärm? Schnell zurück. Ja, da ist nichts. Ja, da ist auch nichts. Bitte guck jetzt nicht in meine Richtung. Das wäre sehr nett. Na dann. Ach, das war bestimmt ganz knapp. Also ich glaube nicht, dass die in meine Richtung gucken. Aber glauben heißt ja auch nie wissen, ne? Okay. Hey, einer von uns liegt weiter unten auf dem Weg. Mausetot. Sollten wir ihn nicht begraben? Wurde er gebissen? Ja. Hast du ihn angefasst? Nee. Gut, denn wenn die Ratten dich beißen, wird dein Blut vergiftet. Du kriegst überall Beulen und jeder in deiner Nähe kann sich auch anstecken und sterben. Deshalb nennt man es auch den Biss. Dann lassen wir ihn wohl besser da liegen. Ganz ruhig. Jetzt bin ich am Überlegen, ob ich beide... Der guckt mir auch zu angestrengt in die Richtung. Einmal. Was war das für ein Geräusch? Und einmal. Bin ich verrückt? Ich hab was gehört. Ja, ja. Hast du? Geh mal nachgucken. Wäre sicherer. Dann rufen Sie uns endlich zurück ins Lager. Scheiße, es wird langsam dunkel. Oh, nichts zu berichten. Okay. Bring gar nichts. Jetzt brauche ich etwas Glück. Und einen Kübel.
da hinten. Ja, okay. Vom Timing her doch ganz passig. Oh. Okay, sobald er wieder zurückgeht, gut. Na, ich versuche mich da so ein bisschen so durchzumogeln, ohne sie gleich immer. Sie können uns also nicht mehr sehen? Nein, können Sie nicht. Oh Gott. Ein bisschen so durchzusneaken. Ich werde dir helfen. Ja. Eieiei. Okay. Zug, was ist da los? Wollen wir das wissen? Hugo, wir können nicht anhalten. Nicht hier. Ich fühle mich seltsam. Halt durch. Du kannst dich ausruhen, sobald wir bei Laurentius sind. Mein Kopf. Er tut so weh. Ich weiß nicht, was ich tun soll, Hugo. Was würde Mama tun? Mir Medizin geben. Ich kann dich tragen. Wenigstens das. Los, hoch mit dir. Verdammt. Naja, ich weiß, es gehört zur Story mit dazu, Mama aber... Mama sagt, dass ich nicht aus dem Haus darf. Okay. Ich weiß. Bestimmt fühle ich mich deshalb nicht gut. Du bist nur erschöpft. Ist sie es das? Mir. Ich frage mich sowieso... Ach, nichts. Ja, Verbitterung. Nee, aber ich frage mich halt wirklich, was er hat, ne? Mal mit seinen Migräneanfällen? Es hört sich zumindest nach Migräne an. Laurentius Mühle, wir sind fast da. Wird er mich auch einsperren? Wie Mama? Er bringt dich in Sicherheit. Ja gut, hier draußen ist es wirklich gefährlich. Aber manchmal ist es auch ganz in Ordnung. Eines Tages wird es dir besser gehen. Sind die Tiere da tot? Was ist hier nur passiert? Wir müssen jetzt vorsichtig sein. Komm lieber wieder runter, Hugo. Es läuft mir in die Schuhe. Okay, wir mussten durch. Das darf doch nicht wahr sein. Beruhige dich. Es ist alles gut. Sie können uns nicht erreichen. Dann los, gehen wir. Oh. Fuck. Verdammt. Ich dachte, ich schaff's noch, aber... Wieso nur Amicia? Ah, okay. Es ja. läuft mir in die Schuhe. Das darf doch nicht wahr sein. Wird gleich noch schlimmer. Beruhige dich. Es ist alles gut. Sie können uns nicht erreichen. Dann los, gehen wir. Zumindest schon mal hier hin. Oh oh. Ich wollte gerade nachfragen. Aber irgendwie... Ja.
Toll. Kannst du die Fackel nicht aus dem Boden reißen und mitnehmen? Aber warum sind die so nicht empfindlich? Ist jetzt meine Frage. Soll ich jetzt da lang? Ja, danke. Schon überall. Das war knapp. Schon wieder dieser Schlamm. Da kommen wir nie durch. Ach, mein Gott. Sind sie wirklich... alle tot? Sie wurden abgeschlachtet. Wahrscheinlich von der Inquisition. Ich glaube, mir wird schlecht. Oh Mann, es tut mir auch leid. Aber... tun können wir jetzt auch gerade nicht viel, ne? Ah, okay. Am besten hier. Gehen wir. Ja. Ja. Los, noch mal. Das weiß ich. Okay. Das ist natürlich sehr intelligent. Komm schon. Fast geschafft. Amicia. Warum haben sie die Schweine getötet? Vielleicht, um die Ratten hier zu halten. Ich glaube, ich habe die Steuerung so langsam der richtig ist raus. So schwer. Ich... nicht... nicht mehr weit. Reden! Schieben! Ja. Überlass das Reden einfach mir, okay? Ich weiß, dass der schwer ist, dass du keine Kraft hast, aber... So, siehst du, haben wir doch geschafft. Geschafft! Ja, und uns den Weg verballert. Geschafft.